Aufruhr an den Märkten, was ist denn da los gerade? Der Markt mal eben schnell eingebrochen. Na gut, wenn wir ehrlich sind, das ist eine Geschichte, die hatten wir in der Vergangenheit schon mal häufiger. Ich verweise da auf vor einigen Tagen, wir sehen das hier Ende Januar, mal eben schnell runter. Auch hier, wenn wir da mal schauen, im 4-Stunden-Chart am 4. Januar ebenfalls mal schnell runter oder hier mal am 21. Dezember. Der Markt ist also durchaus ein bisschen nervös und hier das letzte Beispiel, 9. November, wo er einfach mal gezeigt hat, was er kann. Dagegen ist dieser kleine Rücksetzer ja schon fast harmlos, auch wenn sich der ein oder andere vielleicht erschrocken hat, was der Kurs da kann. Insgesamt sieht das allerdings danach aus, als ob das ein Potenzial für weitere Abwärtsrichtungen mit sich bringt. Wie sieht so ein Potenzial generell aus? Na klar, Schub in die eine Richtung, wackelig in die andere, das wäre das Stichwort. Das passiert nicht immer, dass er das macht. Hier hatten wir das mal. Da seht ihr, Schub runter, wackelig nach oben und nochmal zumindest hier diese Abwärtsbewegung. So, und sowas ist etwas, das kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Schub runter, wackelig in die andere Richtung und dann das Ganze hier nochmal in die Abwärtsrichtung. Also das halte ich für sehr, sehr typisch. Und übrigens in allen Indizes sieht das hier mehr oder weniger aktuell gleich aus. Also der DAX, der hat ein bisschen eine andere Form, aber zumindest mal die starke Abwärtsseite. Den DAX gucke ich ja immer nicht so gerne an, dafür lieber den amerikanischen Markt, insbesondere um diese Uhrzeit. Da ist natürlich für die Leute, die jetzt am Feierabend das Ganze noch nutzen wollen, das viel interessanter, was der Markt hier noch macht. Eigentlich müsste man jetzt noch nur warten, dass die Gegenbewegung eintritt. Bleiben wir mal hier beim S&P. Ich habe jetzt bewusst mal einen kürzerfristigen Chart mal gemacht, also auf Minutenbasis hier, und dann seht ihr, dass wir hier irgendwie schon so dieses klassische 1, 2, 3, 4, 5 haben und jetzt bräuchten wir eigentlich so eine A, B, C, um dann die Short-Richtung wieder mitzunehmen. Ihr seht, der Klassiker, das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal hinten dran zu setzen, das wäre eigentlich das, was ich am liebsten mag. Das Schicke ist jetzt, und da zeige ich euch das jetzt in die andere Richtung auch nochmal, wenn wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 hoch haben, hier im Kleinen das nach unten bekommen. Dann haben wir eine realistische Chance, dass der Kurs zumindest diese Gegenbewegung hier nochmal hinkriegen. Also sprich auch die Aufwärtsseite. Ihr seht also, das Ganze verschachtelt sich in beide Richtungen. Wir haben also alle Möglichkeiten in diese Richtung, wenn es nach oben wackelt. Und wir haben die Möglichkeit, wer kurzfristig unterwegs sein will, aufwärts, steil und wackelig nach unten, dann die Long-Seite nochmal mitzunehmen. Das ist übrigens etwas, was ich eben sehr liebe. Ich lege mich gar nicht auf eine Richtung fest, sondern ich nehme immer das, was die starke Seite ist als Richtungsvorgabe, die schwache Seite dann entsprechend als Abwarten. Und ihr kennt das mit dem Trigger zum Beispiel, um dann einzusteigen. Auf Minutenbasis ist das natürlich zu kurzfristig, um für uns jetzt im Trade des Tages genannt zu werden. Aber wir schicken solche Beiträge zum Beispiel auf Smartphone, wo wir dann mal auf so eine Situation hinweisen, wenn das besonders hübsch ist. Deshalb unbedingt hier bei Born for Trading anmelden, um mal sich das anzugucken. Man kann das ja einmal kostenfrei nutzen. Also das ist ja erstmal nicht das Ding. Wir gucken natürlich auch live da drauf, aber wer es auf Smartphone haben will, der hat das da relativ einfach. Wer natürlich sagt, ja, ich brauche aber auch die ganz, ganz konkreten Handelsmarken und nicht ganz so kurzfristig wie hier jetzt, dann ist das interessant, das Trade des Tages Angebot dann zu nutzen. Dieser Trade wird es wohl nicht werden, denn der ist einfach zu kurz. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir vielleicht beim Index nachher schön wackelig hier hochkommen, dass wir dann unsere ganz konkreten Handelsmarken, sodass man auch noch Zeit hat, es umzusetzen, da eben bekannt geben. Ob es tatsächlich dieser wird oder ein anderer Markt, das werden wir noch sehen. Aber meldet euch einfach an, es ist kostenfrei. Es wäre schade, wenn ihr es verpasst. Da hat man immer noch mal die ein oder andere Idee, ob zum Nachtraden oder nur zum Gucken, zum Ausprobieren, zum Lernen, zum Nachvollziehen. Das ist dann jedem selber überlassen. Aber als Angebot steht das zumindest mal im Raum. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, ganz, ganz liebe Grüße. Achtet darauf, starke Seite und die schwache Seite, dann habt ihr vielleicht einen kleinen Long Trade und vielleicht später noch sogar einen größeren Short Trade. Das als Idee zumindest mal. Ob es triggert, werden wir dann ja noch sehen. In diesem Sinne, euch liebe Grüße.